Was war die Motivation für die Reise nach Mosambik? Naja, vor einem Jahr Zyklon Idai, der ging ja durch die Schlagzeilen. Die Bilder hat wahrscheinlich jeder noch in Erinnerung, wo die ganze Landstriche unter Wasser waren. Menschen hängen in den Bäumen und warten auf Rettung. Und auch die internationalen Hilfslieferungen damals, das hat, glaube ich, jeder gesehen. Aber wie so oft verschwindet dann ein Land aus den Schlagzeilen. Und Mosambik ist in der Tat ziemlich vergessen worden. Und ja, seitdem gab es auch kaum Berichterstattung. Ich habe die letzte Dokumentation lief im August, also 5 Monate nach Zyklon Idai. Wir wollten sehen, wie sieht es heute aus, ein Jahr nach dem Zyklon. Ja, viele Leute haben sich auch wirklich gefreut, dass wir gekommen sind. Also diesen Satz, schön, dass wieder jemand vorbeischaut, um mal darüber zu berichten, wie es den Leuten auch ein Jahr später geht, den habe ich ziemlich oft gehört. Weil, wie Sascha schon sagte, die meisten sind ein paar Tage nach Krisenberichterstattung 3-4 Tage da sein, viel über die Zustände direkt vor Ort berichten und dann sind die meisten Teams wieder weg und die Leute fühlen sich vergessen. Wie waren vor Ort die Bedingungen für euch und für eure Crew? Also die Anreise war eigentlich relativ einfach, muss man sagen. Die Katastrophe, das Epizentrum lag in Beira, zweitgrößte Stadt Mosambiks, in der Mitte des Landes gelegen. Und da spielt auch unsere Dokumentation in Beira und im Hinterland. Und man ist relativ schnell da. Mit einem Gabelflug aus Deutschland über Johannesburg ist man relativ schnell in Beira direkt, am Ort des Geschehens. Eine relativ einfache Anreise. Ja, und vor Ort war es heiß vor allem. Ne? Ich würde auch sagen, vor allem war es heiß. Also ich glaube, man sieht es auf den Bildern an. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht zu sehen bin, sondern nur Sascha in seinem verschwitzten Hemd. Ja, was diese Frage nach der Crew angeht, die Crew sind nur wir. Also wir sind nur mit einem kleinen Apparat unterwegs gewesen, nur mit diesem Mikro. Und das war's, was aber auch ziemlich gut war. Weil sich immer wieder Situationen ergeben in so einem Land. Also man hat einen offiziellen Termin beispielsweise und dann verbringt man schon gefühlt eine halbe Stunde mit der Begrüßung, weil ganz viele Leute dazugeholt werden und man denkt, mein Gott, eigentlich müssen wir schon wieder weiter. Aber dann ist plötzlich kommt jemand um die Ecke und sagt, ja, aber da ist noch beispielsweise ein Hotel, wo sich jetzt ganz viele Leute einquartiert haben, kommt doch eben mit und dann fährt man mit den Leuten mal schnell um die Ecke. 10 Minuten und trifft plötzlich einen Ort, der, ja, ich fand, dann doch recht grauenvoll aussieht, aber wirklich die Situation in diesem Land wunderbar widerspiegelt. Also es war gut, dass wir nur zu zweit unterwegs waren. Ja, und eben nur mit der kleinen Kamera, ne? Wenn man im Slum unterwegs ist und durch schmale Gassen geht, ist es natürlich praktisch und auch einfacher, dann spontan Geschichten einzufangen. Was hat euch am meisten beeindruckt? Naja, wir haben halt relativ heftige Geschichten erlebt. Also es sind wirklich krasse Schicksale. Wir waren ja allein in 3 verschiedenen Slums. Einmal ging es um 3 Schwestern im Alter von 7 bis 19, die im zerstörten Elternhaus stehen. Der Sturm hat das komplett zerstört. Die Mutter war bereits gestorben, der Vater hat die Familie schon länger verlassen. Also ein scheinbar hoffnungsloser Fall. Und eine andere Frau war mit 8 Kindern, die lebt auf 10 Quadratmetern mit ihrem Mann und 8 Kindern in einer kleinen Hütte, wo das Dach auch fehlt, da liegt eine Plane jetzt. Das war schon heftig, ein anderer Slum ist auf einer Müllhalde entstanden. Ja, da stinkt es, da ist ein Müllberg und da wohnen die Menschen. Ja, also, das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt, muss ich sagen. Also es war eigentlich jeden Tag was völlig Neues, immer jeden Tag Dinge, die ich zumindest noch nicht gesehen hatte. Ja, der Optimismus der Menschen. Also da sind Menschen, die leben im Dreck und haben nichts. Der Sturm hat es noch viel schwerer gemacht. Es war sicherlich auch vor einem Jahr schon, vor dem Zyklon Idai, schrecklich dort. Diese Menschen haben nichts, aber man kann es nicht anders sagen, da war eine gute Laune. Mhm. Also du läufst durch einen Slum, da läuft Musik, da laufen Kinder durch die Gegend. Die Menschen haben uns eigentlich alle angelächelt. Da war nirgendwo eine aggressive Stimmung oder sowas. Also wirklich viele Hoffnung und das war im November, dann kommt man nach Deutschland zurück, wo es dunkel ist und die Leute miesepetrig gucken, also dieser Optimismus, der war schon beeindruckend. Ne? Was sind bei solch einer Dokumentation für euch als Filmemacher die Herausforderungen? Besonders schwer ist es eigentlich, glaube ich, sich so von vielen Sachen trennen zu müssen. Also da wir die ganze Zeit in einem durchgedreht haben, kommt man so mit 3 Tagen Bildmaterial gefühlt zurück und weiß aber, es wird wohl ganz gut sein, wenn wir eine halbe Stunde draus machen, dass man halt alles verdichten muss und man trifft so viele Schicksale, kann aber ja in so einem Film nicht einfach Schicksale aneinanderreihen, weil man auch genau weiß, der Zuschauer würde irgendwann abschalten und es gar nicht hören wollen. Deshalb muss man sich so die absoluten Ausnahmen sozusagen rausgreifen und muss sich von ganz viel einfach trennen
und muss aber gleichzeitig immer gucken, dass man zum Beispiel, wenn man den Bürgermeister hat wie wir, dass man dann die Gegenstimme nochmal einen Politologen hat, der den einordnet oder so, dass man immer die Balance hält zwischen den verschiedenen Eindrücken, die man da so hat. Also die Armut, die Zerstörung, diese Bilder fallen einem so vor die Füße, würde ich sagen. Das ist nicht das Problem. Wir wollten halt auch die anderen Themen und die anderen Probleme Mosambiks beleuchten. Also das Gesundheitssystem, das Thema AIDS, dann gibt es das Thema Korruption, ein Riesenproblem in Mosambik. Diese Aspekte, wir wollten einen deutschen Unternehmer treffen, der uns die Chancen dieses Landes auch mal aus wirtschaftlicher Sicht zeigt, also die verschiedenen Aspekte mit Protagonisten sozusagen zu finden und die verschiedenen Aspekte abdecken zu können. Das war für uns jetzt so der Ansatz und die Herausforderung.